Hallo und herzlich willkommen beim Spaß am Kochen. Wir werden heute was ganz Leckeres miteinander machen. Wir werden heute super mega leckere Koteletts mit Spaghetti machen. Also die Spaghetti als Beilage, nicht so wie ihr gewohnt seid, dass die Koteletts quasi, also dass die Spaghetti die Hauptspeise sind. Nein, die Koteletts sind nämlich nur die ja, kann man sagen, Beilage. Also, naja, Koteletts sind die Hauptspeisen und Spaghetti sind die Beilage. So und den Tandas mit ganz viel Gemüse. Wir wollen, dass es gut schmeckt und vor allem, dass es gesund ist. Ja? Denn gesundes Essen wird bei uns zu Hause ganz groß geschrieben. Ja? Spaghetti, Wasser hoffentlich für alle klar. Ja? Wasser, Salz, ein bisschen Öl, gell? Damit das Ganze nicht zusammenklebt oder pickt. Ja? So der Wasser. Jetzt machen wir mal was. Ja. So, ich liebe Karotten, mein Sohn liebt Karotten, also gibt es als Hauptzutat nämlich Karotten in unsere Süßerchen. Wir machen jetzt eine ganz leckere Soße. Kann man ein bisschen Hecker machen. So. Wir machen uns eine ganz leckere Soße miteinander. Dazu nehme ich jetzt einmal zwei Karotten, ein Stück Paprika und natürlich ein Stückchen Zucchini. Somit habe ich ja, also die nötigste oder die ein paar der besten Zutaten für eine leckere Soße. Ja. So. Ich schneide das gerne so ein bisschen schräg. Die ganze Geschichte, also einmal halbiert, weil es soll ja jetzt eigentlich, das soll quasi als Beilage dienen, deswegen schneidet man das Ganze ein bisschen gröber. Ja. Jetzt habe ich das kleinere Brädel, also falls ihr größeres Brädel daheim habt, ich meine, ich habe es auch, aber jetzt will ich nicht schmutzig machen, weil ich muss ja nachher abwaschen, halt nimmt es ein bisschen ein größeres Brädel. Okay? So. Die Karotten sind sehr gut. Ja. Also ich gebe euch nur die Ideen und wir das Ganze macht es natürlich euch überlassen. So, ist arbeitslos okay, glaube ich, wegen meinem Internet. Nein, bei uns ist nichts. Wo ist Claudia? Claudia ist irgendwo. User, wer ist arbeitslos? Was ist arbeitslos? Geh mich da ein bisschen nicht aus mit dem, was du geschrieben hast. Hallöchen, hallo Martina, grüß dich. Hallo Nico, hallo. So, was geht? Hallo, hallo, hallo. So, also irgendwas, das mit dem Arbeitslos verstehe ich jetzt nicht ganz so. Was gibt's denn Leckeres? Guten Abend, hallihallo. Hi Tanja, grüß dich! Warum soll ich arbeitslos sein? Ich bin Versicherungskaufmann und ich bin schon seit 7 Uhr heute unterwegs gewesen. Ich war in Wien. Ich habe jetzt ein 8-stündiges Seminar hinter mir und jetzt bin ich wieder zu Hause. Ja? Also ich habe heute einen 2 Stunden Hinfahrt, 2 Stunden Rückfahrt. Ja. Also einen 11-Stunden-Tag habe ich bis jetzt, was man von den meisten von euch als Arbeitstag das nicht behaupten kann. Also wie kommst du drauf, dass ich arbeitslos sein könnte? Glaubt nicht, dass ich mir mein Leben leisten könnte, wenn ich, okay, außer ich gewinne im Lotto, aber wenn ich nicht arbeiten könnte oder gehen würde. Also das glaube ich eher weniger. Außerdem, ich arbeite schon seit meinem 16. Lebensjahr, also ja, das ist auch was, gell? Ein bisschen was wert. Ein bisschen was wert ist das auch. So, drehen mal auf. Satzi, bist du Spaghetti oder andere Nudeln? Schon Spaghetti, oder? Nicht zu viel Spaghetti, wir sind heute nur zu zweit.
mein Sohn und ich. Ja, ich weiß, Schatz, für dich ist immer kleinere Portion. Papas kleiner Gangster, ha? So, ich tue immer nicht pressen, sondern einfach nur so seitlich reindrücken, weil die Spaghetti werden jetzt ziemlich schnell weich, wenn sie im heißen Wasser kommen. Und dann kommen die Kotelette rein. Gescheites italienisches Essen natürlich geht nicht ohne Knoblauch, da muss man jetzt den Knoblauch nehmen. Knoblauch nehmen. So, jetzt noch Knoblauch rein. Ja. Ich würde sagen, das schaut schon gut aus. Aber vielleicht kann mir einer helfen, irgendwas fällt mir. Was glaubt ihr, was mir gerade fällt? Hallo Martina, grüß dich, hallo Michelle, hallihallo, hallo ihr Lieben, hallo liebe Spaß am Kochen Freunde, hier online, aber ich sehe nur zwei Namen, typisch Facebook. So, jetzt hat man auch schon alles drinnen, jetzt könnte man das Gemüse langsam anrüsten, so wie es sich gehört, und dann dazwischen, weil das wird ja nicht lange dauern, überlege ich, soll ich jetzt schon? Ja, ich glaube schon. Machen wir auch die Kotelettes gleich. Die tun wir dann auf eine langsame Flamme anrüsten. Geht sie aber nachher nicht auch zum Schwenken. Und eine größere Pfanne. So, das haben wir auch hier auch. So. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle einen schönen Tag heute gehabt. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß gehabt habt und dass ihr alle produktiv wart. Aber an meine Frage war ja noch immer, irgendwas fällt mir, was glaubt ihr, was mir fällt? Was braucht jeder Mann nach einem harten Arbeitstag, wenn er kein Maurer ist? Richtig, ein Wodka und kein Bier. Nein? Heute keine Zwiebel rein, wir geben heute gar keine Zwiebel rein. Ja. Wie gesagt, wir machen es heute italienisch und nicht österreichisch. Ja. Also ab und zu ein bisschen andere Küche war nicht schlecht und ab und zu auf gewisse Sachen verzichten ist ja nicht verkehrt. Gell? Es muss nicht immer das Gleiche sein, man kann auch wirklich ein paar Sachen in sein Leben ein wenig anders machen, ein bisschen anders würzen. Ein bisschen anders das Ganze machen. Wir geben ganz wenig Zucker rein. Nicht viel, sondern ganz wenig. Warum? Weil wir haben noch keinen Sommer. Unsere Gemüse hat noch nicht so viel Sonne gesehen. Und wir wollen aber einen leckeren Geschmack haben. Und damit wir einen leckeren Geschmack kriegen, muss man das Ganze dementsprechend jetzt würzen. Ja? Also wir haben jetzt Knoblauch drinnen, wir haben jetzt Zucchini drinnen, wir haben jetzt unsere Karottchen drinnen. Jetzt darf ich komplett reduzieren runter auf 2. Ja? Warum so niedrig die Temperatur? Ganz einfach, weil jetzt kann das schon entgaren, dann wird es außen knackiger, es wird etwas trockener das Gemüse, das bedeutet, dass sich die Nährstoffe ein bisschen konzentrieren werden, es verliert mehr an Wasser, ja? Aber es kriegt auch einen viel, viel besseren Geschmack. Ja? Das heißt, so ab und zu jetzt ein bisschen umrühren, ja, das ist dann absolut perfekt. Ja. Was man auch noch Kleinigkeit machen kann, ja, auch für viele Leute fremd,
ein bisschen Sesam, ja, einfach so ein bisschen dazu. Ja, das macht auch die ganze Geschichte ziemlich geil. Ja, der Sesam kann sich jetzt ein bisschen entfalten, ja, in den Olivenöl, und das Ganze schmeckt entsprechend besser. Hallihallo, hallo Sandra, grüß dich. Hallo Schatzi, grüß dich. So, jetzt hat man da unser Fleisch. Das ist uns auch einmal übergeblieben. Ich glaube, das sind 2 Koteletts. Also genau richtig für mich und für meinen Sohn. So. Genau 2 Koteletts. Es ist natürlich so, das machen wir auch bitte jetzt langsam. Ja. Das Fleisch, die eine Seite jetzt hat man schon, rüsten wir schon an, dann die zweite Seite, dann lassen wir es ein bisschen auch auf eine langsamere Flamme ziehen, damit das Ganze einen besseren Geschmack kriegt, damit das Ganze, sagen wir so, damit das Ganze Sinn macht. Ja. Zum Ziehen lassen wir nachher das Fleisch gleich beim Gemüse dazu. Warum beim Gemüse dazu? Ganz einfach, weil wir in diese Pfanne nachher unsere Spaghetti machen. Wir machen Spaghetti cremig mit Meeresfrüchten, also mit Meerrettich, Philadelphia nehmen wir dazu. Und was wir auch noch dazu machen, was gut schmeckt, wir geben viele Kräuter rein. Ja? Weil wir haben hier noch keine Kräuter, bis auf das, was ich ein bisschen als Gewürzmittel verwendet habe. Aber so richtig Kräuter, dass man das schmeckt, das haben wir natürlich noch nicht drinnen. Ja? Ah, oh, das schmeckt so fantastisch. Boah, Leute, wie das duftet, das ist unglaublich. Ja. Genau richtig knackig. Knackig und saftig. So, Prösterchen, Leute, auf euch. Sehr gut, Sandra. Wenn es dir gut geht, geht es uns auch gut. Also uns geht es immer dann gut, wenn es euch Menschen, liebe Freunde, auch gut geht. Ja? So. Also, ich habe zwar ein bisschen Öl reingegeben, okay? Aber im Normalfall braucht ihr gar kein Öl hier reingeben, weil die Steaks entsprechend ziemlich viel Fett haben. Und dieses Fett, was schon bei den Koteletts dabei ist, ja? Also das ist ein Schopfsteak quasi, also ein Schopfkotelett. Ich weiß nicht, warum wir jetzt in letzter Zeit in Österreich wir alle Steaks sagen, ja. Also das ist ein Schopfkotelett und Schopffleisch ist ein fettiges, ein mageres Fleisch. Da braucht ihr normalerweise gar nichts zu tun, okay. Also nur ein in die Pfanne und fertig. Also ihr braucht wirklich kein Fett, ja. Ich habe es jetzt, ich weiß nicht wieso, reingegeben, aber im Normalfall braucht ihr gar nichts davon, okay. Also im Normalfall macht ihr einfach nur zickzack und rein damit und das ist fertig. So, jetzt schauen wir mal. Schöne Farbe, kann man noch ein bisschen lassen. Ist, wie man so schön sagt, ausbaufähig. Ja. So, jetzt ein bisschen bewegen in die Fetten drinnen, ja, damit es jetzt nicht mehr ersticken bleibt. Ja. Aber noch ziehen lassen. Also beim Fleisch ist wichtig, überhaupt so mageres Fleisch, nicht zu schnell, weil wenn es zu schnell ist, Schweinefleisch soll ja länger braten. Ja. Also, wenn man zu schnell macht, dann ist es außen verbrannt, innen drinnen rot, das bringt nichts. Überhaupt beim Schweinefleisch ist das scheiße, gell? Also, da ist es besser, wenn ihr das langsam macht, wenn ihr das Fleisch quasi in eine heiße Pfanne schon reinlegt, dann ein bisschen von der Temperatur runtergeht und danach das Fleisch schön langsam röstet. Ja? Dann schmeckt es viel, viel besser. So, jetzt schauen wir mal. Oh, das schaut schon gut aus. Ah, farblich, 1A. Oh ja. Also, das ist jetzt 1A natürlich. Ja. Jetzt kann man es wieder ziehen lassen. Ja. Danach kommt auch hier zum Ziehen. Ja. Das Gemüse nicht vergessen umzudrehen. Auch wenn wir auf Sparflamme auf die 2er Stufen sind, von 9 Stufen auf die 2er. Also 20% Stärke vom Ofen her. Ist es trotzdem so, dass alles verbrennen kann. Ja?
Deswegen immer wieder umrühren, das macht auch die ganze Geschichte natürlich gleichmäßiger, damit alles dann auch entsprechend auch gut schmeckt. Ja? Schön verteile, nicht nur in eine Ecke, weil nachher kommt ja das Fleisch auch da dazu. Da nutzen wir die Pfanne gleich für Dings natürlich Waschmaß aus. Ja, ich sag mal. Und dazwischen an alle Freunde Prost. Hallo Isabella, grüß dich. Hallo Katrin. Ah, sehr gut. Hühnchenfilet, Schweinefleisch, dachte tatsächlich nicht, ja. Also es ist noch immer so, auch Muslime dürfen Schweinefleisch essen, wenn sie es wollen. Ja, auch wenn in dem Koran was anderes steht, vielleicht sollte man mal sich erkundigen, warum das im Koran so steht. Aber ich kenne sehr viele Muslime, die Schweinefleisch essen. Und bei uns Juden ist es so, wenn ein Jude jetzt, sag mal so, sehr gläubig ist, etc., die isst ja auch kein Schweinefleisch. Aber es ist tatsächlich so, die meisten Juden, die ich persönlich kenne, also wir essen alle Schweinefleisch. Ja. Also ich glaube noch immer, dass es jedem Menschen selbst überlassen ist, was er isst und was nicht. Hallo Erna, grüß dich! Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich irgendwelche Verbote aufsetzt. Das ist sehr schlecht für die Psyche und noch schlechter fürs eigene Wohlsein, sage ich einmal. Ja. Also man muss schon selbst entscheiden heutzutage, was man sagt. Ja. Also beste Fleisch, Schweinefleisch, weiß ich nicht, beste Fleisch, alles hat Vor- und Nachteile. Schweinefleisch ist sehr fettig, ja. Rindfleisch ist schwer, verursacht Gicht. Hühnerfleisch ist vollgebunkert mit Antibiotika. Also mittlerweile muss ich schon sagen, es ist sehr schwer zu sagen, was das beste Fleisch ist, gell? Hallo Vicky! Also ich würde sagen, man sollte schon alles essen, ja? Eine Zeit lang hat man gesagt, Fisch ist das Beste, das A und O. Wenn man sich heutzutage die Ozeane anschaut, mit dem ganzen Müll und Dreck, was wir da reinschmeißen, bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob ein Fisch wirklich das allerbeste Fleisch war. Das ist schon, wie gesagt, also ich persönlich sehe das schon lange nicht mehr so eng, das Ganze. Ja. Aber wie gesagt, meine Meinung ist nicht eure Meinung und eure Meinung ist nicht meine Meinung. Ich glaube noch immer, dass wir so weit sind heutzutage, dass jeder Mensch für sich selbst entscheiden sollte, was für ihn persönlich das Beste ist. Ja. Also ich glaube, das ist ein guter Ansatz, dass sich jeder in seinen Kopf reingeben sollte. Also normalerweise hätte ich jetzt da eine Soße draus machen, weil das, was alles drauf in der Pfanne pickt, das ist natürlich ein bombenfester Geschmacksträger. Ja. Ich tue das jetzt nicht, muss ich ehrlich zugeben, weil ich eben die Soße hier habe. Also ich mache jetzt keine Soße mit dem Gemüse, das Gemüse bleibt so, wie es ist. Die Koteletts bleiben so, wie sie sind. Ja. Ich mache jetzt eine extra Soße nur für die Spaghetti. So, Pfandl hat man jetzt so halbwegs gut gewaschen, könnte man sagen. Jetzt machen wir sie unsere Philadelphia mit Meerrettich, also mit Meerrettich auf. Ja. Dann nehmen wir so gleich, naja, ein bisschen weniger als die Hälfte der Packung. Der Rest geht wieder in den Kühlschrank. Da gebe ich mir einfach nur so ein bisschen Milch dazu. Kann passieren, dass das Ganze bröckelig wird. Ja. Das ist natürlich auch normal. Also ich weiß nicht, welche Zutaten da drinnen sind. Ja. Aber es ist mir wurscht. Man kann es natürlich auch mit einem Sauerrahm machen, die ganze Geschichte. Das ist wieder so eine Geschichte, was nur euch überlassen ist. Ja. Also ihr seid bitte die Köche, ihr seid die Künstler beim Essen. Ja.
Also wenn ihr kocht, kocht bitte so, dass es euch schmeckt, ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Klingt komisch, klingt irritierend, ich weiß, irritierend, aber es ist doch noch immer so, dass alle diese Rezeptsachen nicht immer eure Geschmäcke entsprechen. Und da ist es ab und zu gut, wenn man sich ein bisschen nachhelfen kann, wenn man ein paar Sachen kocht, nicht so wie es im Buche stehen, sondern so wie eure Vorstellung heute sagt. Hi Stefanie, grüß dich! Sehr gut. So, die Spaghetti sind soweit so gut. Die kann man jetzt dann da reingeben. Also es gibt viele Schmäß, wie man eine gescheite Soße machen kann. Ja. Also ich werde euch jetzt sicher nicht stundenlang über Soßen irgendwas erzählen. Das ist auch nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist euch einfach ein bisschen Lust und Laune zu machen, wie man gewisse Sachen einfach einfacher oder vereinfacht, wie man gewisse Sachen einfach besser macht und schneller macht. So, Spaghetti raus. So, Spaghetti rein. Boah, allein wie das duftet, Wahnsinn. Jetzt muss das Ganze natürlich ein wenig schwenken. Ja. Und ihr seht schon, da bildet sich schon ein Bild. Das schaut hier natürlich viel schöner aus, das Ganze. Gilly, Hände waschen, Puppe, Pause drücken. Ihr könnt Mozzarella nehmen, ihr könnt Pizzakäse nehmen, ihr könnt Parmigiano nehmen, a Grana Padano, ihr könnt Gouda nehmen, bitte nicht nur kein Emmentaler. Ja? Ihr könnt einen Berberon nehmen, ihr könnt sogar einen Brie nehmen, aber bitte kein Emmentaler. Ja? Bitte, bitte, bitte. Weil Emmentaler ist der scheußlichste Käse für Spaghetti. Also ein Emmentaler ist der scheußlichste Käse, was Spaghetti betrifft. Ja, oder Toast. Ja. Da ist ein Gouda. Ein Gouda ist ein feines Käse, ist ein purer Käse. Also ein bisschen so ein Gouda in einem Geschirr. Also, ja, das kann was. Ja. So, jetzt tun wir das einmal auf dran da, dass wieder ein bisschen in die Hitze kommt. Papa, ja, Schatzi? Okay, erst der Mistkübel. Und dann zwei große Teller. Ja, das ist der erste. Und der zweite ist der zwei große Teller, Chef. Jo, Chef. Na, zum Nachbarn. Ah, zu mir, okay. Ich dachte, zum Nachbarn müssen die Teller kommen. Willst du auch von der schwarzen Soße? Ich hoffe, bei der Oma hast du heute nicht so viel gegessen. Erdbeeren und Kuckuck, bitte. Klingt die schon einmal vernünftig. Besteck rausnehmen. Aber ich habe die ganzen Kuckuck aufgegessen.
Das kannst du mit dazu. So, eigentlich passt eine erwachsene Portion. Das ist okay. Kannst du eine große Gabel, große Messer, nicht ein großer Messer, das ist schon große Junge. Ja, alles von uns. Genau. Also auch mit der Spaghetti-Menge habe ich übertrieben, aber mir ist es egal, ich esse alles heute. Ihr werdet zwar platzen, aber ist mir egal. Ich bin gespannt, ob du alles schaffst. Also wenn du alles schaffst, kriegst du sogar Schokolade zum Abendessen. Ich schwöre dir das. Ach so? Na, du bist ja ein Schlingel, Herst. Was ist? Teller holen, du Pascha. Deins, nicht meins. Dein Teller holen. Ist das eine Explosion? Ja, ich habe ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, wenn du das schaffst, kriegst du Schokolade. Das macht nichts. Dann gibt es keine Schokolade für dich. Ah, jammere nicht, iss einmal. Ich dachte, du bist schon ein großer, starker Bub. Willst du schwächeln oder was? So, also wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen mit der Portionsgröße übertrieben. Liebe Freunde vom Spaß am Kochen, das ist unser Mittagessen. Ja, ich habe noch viel mehr wie du. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Wir machen jetzt weiter auf TikTok. Ich habe euch ganz, ganz viel lieb. Vergiss nicht, unsere Gruppe zu teilen mit euren Freunden. Ladet eure Freunde in die Gruppe ein, damit wir wachsen und gedeihen und noch cooler werden. Pfiat euch, schönen Mittwoch noch, schönen Abend und morgen einen erfolgreichen und supergeilen Tag. Pfiat euch, tschüssi, pussi, baba.